Hallo! Gleich hört ihr die spannende Geschichte vom Raumschiff Stella Sternenstaub und den spannenden Abenteuern, die es im Weltall erlebt. Oder besser gesagt, die Crew an Bord dort erlebt. Und die wollen wir euch jetzt kurz mal vorstellen. Stella Sternenstaub fliegt durchs All mit lautem Knall. Stella Sternenstaub, nimm uns mit auf deinen Flug nach überall. Gestatten Nepomuk. Ein kleiner Außerirdischer, der über alles in der Welt Schmorzengrütze liebt. Versehentlich ist er auf der Erde bei Professor Fantast gelandet und jetzt hat er... Niederhaupte, hi, bin ich Tante. Oh, da kommt ein Refrain von links. Stella, Sternenstaub, fliegt durchs All mit lautem Knall. Stella, Sternenstaub, nimm uns mit auf deinen Flug nach überall. Ein weiteres Crewmitglied ist Leon, eine überaus reinliche Hausmaus, die gute Manieren liebt. Mit diesen Zuhn kommst du mir nicht rein und sag bitte. Ist ja gut. Übrigens wohnt Leon bei Professor Fantast, ebenso wie Michel Angelo. So viel Zeit muss sein. Ein wirklich cooler Kater, der sein Fresschen liebt und sein Nickerchen. Jetzt schläft er schon wieder. Na dann, eben nochmal den Refrain. Stella, Sternenstaub, fliegt durchs All mit lautem Knall. Stella, Sternenstaub, nimm uns mit auf deinen Flug nach überall. Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, Professor Fantast. Sehr zerstreut, aber... Er liebt es enorm zu erfinden. 7 Integral, Wurzel aus 2, Synthese, Antithese, Weinthese. Squaddledee. Oh, fast hätten wir Squaddledee, das selbsttätige Computertagebuch von Stella Sternenstaub, vergessen, das zu allem, aber auch wirklich allem seinen Senf gibt. Squaddledee, nochmal den Refrain. Stella Sternenstaub fliegt durchs All mit lautem Knall. Stella, Sternenstaub, nimm uns mit auf deinen Flug nach überall. Stella, Sternenstaub, fliegt durchs All mit lautem Knall. Stella, Sternenstaub, nimm uns mit auf deinen Flug nach überall. Squaddledee, hier spricht der selbsttätige Computer des Raumschiffs Stella Sternenstaub. Erster Eintrag in das Computertagebuch, Tag 1. Folgende Ereignisse führten zu meiner Entstehung. Ich beginne mit dem Anfang der Geschichte. Das wissen die Kinder doch selbst. Bitte, was wissen die Kinder? Dass jede Geschichte einen Anfang hat. Danke, ich fahre fort. Diese Geschichte beginnt mit einem Außerirdischen und einem Unfall. Falsch. Bitte Erklärung. Das ist nicht der Anfang von der Geschichte. Du bist ja mittendrin. Aber ich... Du hast es vermasselt. Du hast den ganzen Anfang vermasselt. Bitte, und wo soll ich anfangen? Fang mit dem Herrn Professor an. Der hat doch Stella Sternenstaub gebaut. Und dann mussten wir... Jetzt verrätst du ja alles. Ups. Pardon. Also... Diese Geschichte beginnt mit dem Erfinder Professor Henry Fantast. Wir befinden uns in seiner Bibliothek. Samstagnachmittag, 16.32 Uhr. Weitere Anwesende, Hauskater Michel. Vollständiger Name Michel Angelo. Jawohl, Michel Angelo. So viel Zeit muss sein. Besondere Kennzeichen, viel Schlaf. Na und? In der Ruhe liegt die Kraft. Weitere Anwesende, Hausmaus Leon. Besondere Kennzeichen, klein und... Klein? Klein.
Mon Dieu, ihr seid nur alle viel zu groß. Weitere Kennzeichen, meist höflich, wichtigtuerisch. Hör mal, das ist aber nicht sehr höflich von dir. Mich zu unterbrechen ist ebenso wenig höflich. Oh, pardon. Und außerdem ist Leon sehr auf Ordnung und Sauberkeit bedacht. Und das ist der Grund, warum sich Leon so oft aufregen und schimpfen muss. Weil in dem großen Haus von Professor Fantast immer alles in Unordnung ist. Ist aber auch wahr. Hier sieht es auch immer aus, als ob ein UFO gelandet wäre. Schweig, wir wollen doch nicht vorgreifen. Der Professor sitzt also gerade an seinem Schreibtisch und rechnet. Squally. 7 Integral, Wurzel aus 2, Synthese, Antithese, Weinthese. Mon Dieu, hier sieht es wieder aus. Heureka, das ist des Pudels Kernspind. Das Eigelb des Kolumbus, sozusagen. Was ist? Gibt's Nachtmahl? Das wäre katermäßig voll krall. Fast. Ich habe soeben herausgefunden, wo all die Socken hin verschwinden, wenn man sie in eine Waschmaschine stopft. Na toll. Ich wusste gar nicht, dass Socken verschwinden, wenn man sie in die Waschmaschine stopft. Aber natürlich, mein Lieber. Immer schon. In diesem Haus ist das auch kein Wunder. Was ist denn nun mit Nachtmahl? Oh, oh, da zieht was auf. Wie? Wer zieht sich aus? Nein, ein Gewitter zieht auf. Panikmaus. Pennerkater. Nun, wenn es dich beruhigt, mein guter Leon, dann werde ich das Fenster schließen. Immerhin. Aber in der Tat, es ist keine einzige Wolke am Himmel zu sehen. So schlimm wird es wohl nicht werden. Aber hier pfeift doch was. Wahrscheinlich die Socken vom Prof. Mir ist so, als hätte ich vorhin Tee aufgesetzt. Ja, wenn nur nicht der Teekessel explodiert. Das, Herr Professor, das geht entschieden zu weit. Ihr Teekessel hat die halbe Wand zertrümmert. Ist das ein Teekessel? Mitnichten. Das erscheint mir eher als ein UFO. Ein UFO? Ein UFO? Squaddledy, Nachtrag. Durch die Wand war ein UFO gebrochen. Zustand total zermatscht. Plötzlich springt eine Klappe auf. Ein kleines grünes Männchen mit gelbem Helm klettert heraus. Gefühlsäußerung sehr sauer. Das Männchen greift sich das nächstbeste, was es in die Finger bekommt und schlägt unkontrolliert auf sein UFO ein. Erklärung, das nächstbeste. Es handelt sich um die Hausmaus Leon. Smart, nie geschmeichlich, aber auch elendes Fliegböckling. Was machst du da? Nepomuk verhaut sein bösliches Fliegböckling. Mit einer Maus? Nepomuk bittet vielmals mich um Verzeihung. Oh, ich bitte. Das kann doch jedem passieren. Mein Nepomuk arme war nur so ekelhaft böslich auf sein Fliegböckling. Nepomuk? Von welchem Nepomuk redet der da? Nun, ich meine, er meint sich selbst. Oh, ein Freak. Ich dachte immer, Außerirdische heißen Quirlifax oder so. Das kleine Mausling ist wirklich komischlich. Quirlifax, das ist doch kein Name. Das ist doch alberhaft. Da hat er recht. Ja, also ich dachte halt. Diese Fliegbüchse erscheint mir sehr interessant. Eine Meridium-Messing-Legierung nehme ich an. Oh ja,
Eine ganz prächtige Legierlichkeit, alter Mann mit Fuselhaar. Hm? Tja, also dann, es ist ja ganz lustiglich bei den Erdlingen hier, aber Nepomuk muss jetzt weiter, weil er einen schnaufartigen Auftrag hat. Sehr wichtig, hofft. Ja. Also macht's gut, Wiedersehen. Nun, schade. Würde ich meinen. Man begegnet so selten einem Extraterrestrium. Einem was? Einem Außerirdischen. Der Kleine hat an seinen Startprobleme. Was ist denn los mit dem Fliegbüchsen? Bei eingehender Betrachtung würde ich meinen, die Fliegbüchse ist lädiert. Was? Kaputt, Alter, im Eimer. Schrott! Darfst du auf den Müll kippen? Mit dem Blecheimer kannst du Billard spielen. Das meint er. Oh. Oh nein. Doch. Doch. Nein, nein. Doch, doch. Nein. Doch. Nein. Doch, nein. Klappe jetzt. Die Kiste ist hinüber. Basta. Ich wusste es. Der Aufprall war zu viel für ihn. Nepomuk kommt nicht mehr nach Hause. Nepomuk ist verlorhaft, einsam, alleinlich bei niedlichartigen Erdwürmlingen. Na, 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 na. So schlimm ist es doch nicht. Doch! Die Erdlinge sind bösiglich zu arm, kleinlichen Nepomuk. Und außerdem, Nepomuk hat gar keinen schnadwichtigen Auftrag. Nepomuk hat sich nur verfliegkräftig verirrt. Und jetzt ist Nepomuk hier, bei gemein böslichen Fremdlingen. Ui. Na, 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 na. Wir sind doch gar nicht so gemein. Das ist doch nicht so schlimm. Für uns schon. Jetzt haben wir ihn an der Backe. Siehst du, schlechthaftiger Kraterling. Ist selber. Lass ihn doch in Frieden. Die Schläge auf den Kopf haben dir nicht so gut getan, was? Das war doch ein Versehen. Nun, ich sehe da nicht weiter ein Problem. So. Wir bringen den kleinen Außerirdischen wieder nach Hause. Ach ja, natürlich. Dass ich da nicht drauf gekommen bin, wie dumm von mir. Nun ja. Und wie sollen wir den Kleinen nach Hause bringen? Nun, mit einem Raumschiff. Oh ja, klar. Weil wir ja gerade eins rumstehen haben. Hallo, Herr Professor, wir haben kein Raumschiff. Noch nicht, aber ich baue ein neues. Nun, Nepomuk, was sagst du nun? Er pennt. Doch gar nicht mal so unsympathisch, der Kleine. Das Beste, was man in so einer Lage tun kann. In der Tat.